Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lanzdorfer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat sich heute blamiert. 1:2 zu Hause gegen den SV Mattersburg. Der Frühjahrsauftakt ist also auch in der Liga in die Hose gegangen. Und ja, ernüchternde Leistung. Ich bin einfach angezwidert, ich bin enttäuscht. Die Mannschaft war schwach, spielerisch ging wieder sehr, sehr wenig im Gesamten. Und ja, es ist nicht sturmwürdig, ganz ehrlich. Also mittlerweile muss ich auch sagen, Volley jetzt nach dieser Partie, wir sollten das mit dem Europacup ehrlich nochmal überdenken. So hat man in Europa nichts verloren. Das war spielerisch mal wieder ein Armutszeugnis. Ansatzweise, klar, haben sie sich ein bisschen angestrengt, aber unterm Strich kommt einfach viel zu wenig spielerische Linie raus. Und ja, wenn man sich so international auch präsentieren will in der nächsten Saison, dann... ja, dann schwant mir da nichts Gutes. Kommen wir zum Spiel. Unsere Blackies eigentlich ganz ambitioniert begonnen. Die ersten 10 Minuten waren okay. Da ging es eigentlich schon ja ein bisschen mehr in Richtung Mattersburg-Tor. Man hat auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Avlonitis in Minute 2 oder 3 mit einem Kopfball, der drüber ging. Und dann hatte Husbeck eine Hereingabe wirklich sehr unglücklich verpasst und nicht richtig getroffen. Also Sturm war eigentlich auf einem ganz guten Weg in den, wie gesagt, ersten 5 bis 10 Minuten. Ja, danach aber ein Doppelschlag der Mattersburger, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat, und ausgerechnet Gruber, der Ex-Blackie, der ein oder andere kennt ihn noch, der ominöse Finger, der ja, hat uns dann wirklich so ein bisschen, das muss man sagen, das Licht ausgeknipst. Also das ging dann relativ schnell, Flanke in den 16er, Gruber Kopfball, Tor 0:1, ich glaube Minute 10 herum war es, und das war der Knackpunkt. Danach Sturm geschockt, die Mattersburger mit der nächsten Aktion auch lächerlich leicht vor unser Tor gekommen. Also da, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler von den Burgenländern das war. Da zieht ein Mattersburger eigentlich aufs Tor, Avlonitis steht vor ihm, attackiert ihn nicht, bleibt aber auch nicht ganz weg, begleitet ihn, kann man sagen. Der Ball kommt im entscheidenden Moment und dann ist Gruber allein vor Siebenhandel und trifft zum 2:0, und das war natürlich der Schock. Da waren 15 Minuten herumgespielt, man ist 2:0 hinten, die Ernüchterung war dann natürlich schon riesengroß. Also man muss sagen, ja, für jeden, glaube ich, im Sektor, im Stadion war es einfach ein Schock. Und ja, Sturm hat sich dann auch weiterhin schwer getan. Man hat schon probiert, dann sich irgendwie da nochmal rauszumausern, aber gerade im ersten Durchgang ging einfach sehr, sehr wenig. Also da hatte, glaube ich, das war in der zweiten Halbzeit, Janscher dann eine Möglichkeit, aber in der ersten Halbzeit ging es dann so ein bisschen hin und her. Also ja, insgesamt schwach, insgesamt dann doch unterm Strich ereignislos, und ja, mit dem 0:2 ist es dann in die Kabine gegangen. Im zweiten Durchgang Sturm wieder doch ansatzweise bemühter, wenn ich irgendwie was Positives rausziehen will, ansatzweise bemühter. Avlonitis mit einer Chance, ich glaube dann auch Husbeck nochmal und Jakob Janscher eben mit einem Freistoß, der zunächst nicht reinging, den dann der Schussmann der Burgenländer parieren konnte. Das waren dann so die Möglichkeiten mit Sturm, aber auch der SVM hätte da locker das dritte Tor machen können, muss man auch dazu sagen. Also ja, von dem her war es dann in der Phase ausgeglichen. In Minute 67, 68 herum dann Freistoß für die Blackies und Jakob Janscher haut ihn wirklich schön rein. Das war sehenswert, das war der Anschlusstreffer zum 1:2. Da gab es nochmal so ein bisschen Hoffnung aus schwarz-weißer Sicht. Aber trotzdem, am Schluss muss man sagen, Sturm hat nie wirklich eine richtige Drangphase erzeugen können, wo man den Gegner in den Strafraum reingedrängt hat. Man hatte hier und da Möglichkeiten, die allesamt am Ende verpufft sind. Und ja, am Schluss hat man es eben dann 1:2 verloren. Vielleicht noch zu erwähnen, im ersten Durchgang wurde relativ früh der junge Koch ausgewechselt. Für ihn kam Janscher, das war eben früh die taktische Umstellung, auch aus meiner Sicht nicht verständlich. Weil Leitgeb für mich heute einer der Schwächsten auf dem Platz war, der durfte dann weitermachen. Und ja, insgesamt einfach ärgerlich. Mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, wie gesagt. Ich bin da wirklich nur mehr angepisst. Und ja, wie gesagt, mit der Leistung wird man in der Liga keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und so hat man in Europa auch nichts zu suchen. Und man kann natürlich nur hoffen, dass das gegen die Admira ein komplett, aber wirklich ein komplett anderes Gesicht der Schwarz-Weißen wird. Denn sonst blamiert man sich bloß. Und ja, das vor, keine Ahnung, 20 Mattersburger Fans, die dabei waren, so ungefähr. Also, von dem her, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der heutigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Schweren Herzens natürlich, trotzdem hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.